Herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Mein Name ist Manfred Pirner. Ich bin Professor für Religionspädagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf zu dem Thema Antisemitismus in den Medien als Herausforderung für digitalitätsethische Bildung. Unter digitalitätsethischer Bildung verstehe ich einen Teil von digitaler Bildung. Digitale Bildung, die digitalen Medien auch immer wieder zum Gegenstand von kritischer Reflexion, von ethischer Reflexion machen sollte. Ich denke, wir alle sind uns darüber klar, dass Digitalität ihre Ambivalenzen, ihre Vorteile und Nachteile hat. Und dass darüber immer wieder mit Kindern und Jugendlichen auch reflektiert werden muss, zumal viele Kinder und Jugendliche eben auch mit ethischen Dilemmasituationen, mit ethischen Herausforderungen verbunden sind. Wir alle kennen die Probleme mit Cybermobbing, mit unerlaubten Downloads und vielen anderen Aspekten. Also das ist digitalitätsethische Bildung und Antisemitismus ist dann eben ein spezieller Bereich von digitalitätsethischer Bildung nach meinem Verständnis. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich habe hier meine Gliederungspunkte. Sie sehen, ich habe vor allem zwei Hauptpunkte, nämlich Antisemitismus 2.0, erstmal Befunde aus der Forschung sich anzuschauen. Und dann der zweite große Punkt wäre eben die Frage, wie reagiert Medienpädagogik, wie reagiert Medienbildung, digitale Bildung auf diese Befunde aus der Forschung. Und unter dem dritten Punkt möchte ich einige konkrete Beispiele dann mit Ihnen zusammen anschauen. Zunächst also zum Punkt Antisemitismus 2.0 Befunde aus der Forschung. Und damit es nicht so trocken wird und ich Ihnen lediglich verbal hier einige Forschungsbefunde vorstelle oder schriftlich, möchte ich immer wieder mal auf Beispiele aus dem Film JuSüß 2.0 zurückgreifen. Ein Film, der von Arte produziert worden ist und den ich für sehr gelungen halte. Er hat allerdings einen Nachteil, dass er hauptsächlich den gegenwärtigen digitalen Antisemitismus auf den Nationalsozialismus, also auf Medien im sogenannten Dritten Reich zurückführt. Ich denke, da muss man auch noch mal weiter zurückgehen und muss dann auch andere Quellen von Bildmaterial zurückgreifen. Ich denke jetzt gerade auch an die christliche Ikonografie. Aber trotzdem ist der Film sehr sehenswert und empfehlenswert und ist frei verfügbar auf YouTube vorhanden, sodass Sie ihn auch in Ihrem eigenen Unterricht oder in irgendwelchen Lehrveranstaltungen einsetzen können. So, und ich starte gleich mit einer ersten einführenden Filmsequenz aus diesem Film. Am Beginn der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts wird jeden Tag eine Flut von Videomaterial im Internet hochgeladen. Darunter auch antisemitische Inhalte. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie steigt ihr Anteil deutlich. Judenfeindliche Verschwörungserzählungen verbreiten sich immer schneller. Damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Die Extremismusforscherin Julia Ebner war jahrelang undercover in einschlägigen Online-Foren unterwegs und stieß dort auf sämtliche Varianten des digitalen Antisemitismus. Online-Antisemitismus ist fast als Mosaik zu sehen, aus unterschiedlichsten Subkulturen, die auch ganz unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Sie verwenden aber insgesamt sehr ähnliche Codes und zum Beispiel auch ein ganz eigenes Vokabular, wo sich die Sprache mittlerweile zusammensetzt aus einerseits alten Stereotypen und alten Bildern von Juden und andererseits aber neuen Symbolen und einer ganz neuen Sprache. Hier sieht man
zum Beispiel von einem deutschen Nutzer ein Video, das hochgeladen wurde, wo auch die ganzen Verschwörungstheorien rund um Juden nochmal zusammengefasst werden. Also die Juden oder die jüdische Mafia, wie hier steht, sollen angeblich hinter Pädophilie, aber auch hinter dem weißen Genozid, hinter der Weltbank stecken. Sie werden mit allem in Verbindung gebracht, auch mit Hollywood, mit den Vereinten Nationen und Feminismus. Leider haben wir bemerkt, dass in den letzten Jahren die Attentäter, die dann tatsächlich auch zu Offline-Gewalt oder Terroranschlägen griffen, sehr stark in diesen Online-Subkulturen eingebettet waren. Also beispielsweise der Attentäter von Halle war in diese Subkulturen der Online-Antisemiten und der Online-Rechtsextremisten eingebettet und war hier auch online sehr stark vernetzt, hat deswegen auch seine Dokumente auf Englisch hinterlassen und wirklich diese Sprache und diese Symbolik verwendet, die auch in diesen Online-Foren verwendet wird. Ja, und das macht sehr deutlich, wie gravierend die Auswirkungen sein können, die Antisemitismus in den Medien haben kann. Und dass es von daher ganz wichtig ist, sich mit diesem Phänomen, mit Antisemitismen in den digitalen Medien verstärkt zu beschäftigen. Dass das ein wichtiger Teil von antisemitismuskritischer Pädagogik, antisemitismuskritischer Bildung sein sollte. Wenn Sie zu Julia Ebner noch weiteres lesen wollen, sich vertiefen wollen, was sie erforscht hat, dann empfehle ich dieses Buch. Das ist seit kurzem auch über die Bundeszentrale für politische Bildung zu kaufen gibt, zum reduzierten Preis und angekündigt für März 2023 ist dieses Buch hier, wo sie offensichtlich noch mal etwas stärker auch auf die Folgen der Corona-Pandemie eingeht. Ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen, nämlich ins Jahr 2011. Da wurde in einer eigenen Veröffentlichung des Bundesinnenministeriums ein Forschungsstand zum Antisemitismus in Deutschland erhoben. Das war eine Folge eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. Da wurde eine Expertenkommission damals zusammengestellt und die hat diesen Sachstand und Forschungsstand zum Antisemitismus in Deutschland erhoben. Und da finden Sie eben auch ein ganzes Kapitel zum Thema Antisemitismen in den Medien. Da heißt es dann zusammenfassend, dass sich in der deutschen Qualitätspresse bzw. in den Mainstream-Fernsehmedien kaum dezidiert antisemitische Stereotype finden, wobei in dem Bericht dann doch Beispiele auch dafür genannt werden. Also es ist nicht ganz ohne antisemitische Stereotype, aber es wird ganz deutlich gemacht, dass hauptsächlich im Internet solche antisemitischen Aussagen, Bilder, Filme zu finden sind. Und die Studie macht deutlich, dass eben alle Arten von Antisemitismus zu finden sind. Also hier wird nochmal anders unterteilt, als wir das normalerweise in der Mainstream-Forschung zum Antisemitismus haben. Da wird unterschieden zwischen religiösem, sozialem, politischem, nationalistischem, rassistischem und sogenannten sekundären Antisemitismus, also wo es um diese Schlussstrichmentalität, also Antisemitismus gegen Auschwitz im Grunde gerichtet ist. Ja, was ich besonders interessant finde an der Studie ist, dass sie sich auch mit nicht-deutschen Medien beschäftigt, die aber sehr wohl einen Einfluss auf die deutsche Bevölkerung haben können. Also wir wissen, dass viele Türkinnen und Türken bei uns leben oder mit türkischer Abstammung. Von daher hat man sich Antisemitismus in türkischsprachigen Medien angeschaut. Das ist jetzt nicht ganz so gravierend, aber gravierender ist der Antisemitismus in arabischsprachigen Fernsehsendern, vor allem islamistischen Fernsehsendern. Und da werden zwei Fallbeispiele gegeben. Ein Fallbeispiel ist Al-Manar TV.
Das ist der Parteisender der Hisbollah im Libanon. Und da werden wirklich gewaltverherrlichende antisemitische Inhalte immer wieder vermittelt, weswegen dieser Sender bereits 2004 seine Lizenz verloren hat. In Europa und in den USA, dann folgte auch ein Betätigungsverbot im Jahr 2008. Aber trotzdem hatte ich keine Probleme, diesen Sender mit seiner Website im Internet zu finden, auf Anhieb. Und ein weiterer Klick auf Livestream hat mich direkt ins Programm gebracht. So einfach ist das. Trotzdem will diese Studie jetzt nicht den schwarzen Peter auf die arabischsprachigen Migrantinnen und Migranten bei uns schieben, sondern legt gerade besonderen Wert darauf zu betonen, dass es bei uns in der normalen deutschen, durchschnittlichen deutschen Bevölkerung eben einen Alltagsantisemitismus gibt. Allerdings wird eben auch betont, dass die Forschung zu diesem Alltagsantisemitismus noch am Anfang steht. Darauf bezieht sich nun eine neuere Studie, die versucht hat, eben gerade diesen Alltagsantisemitismus in den Medien aufzuspüren und stärker zu untersuchen. Es ist die Studie von Monika Schwarz-Friesel, die Professorin, Linguistikprofessorin an der TU Berlin ist, die ein mehrjähriges DFG-Projekt durchgeführt hat mit dem Titel Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses. Sie hat Korpusanalysen als Linguistin, Korpusanalysen von Internetkommentaren, von E-Mails und zum Teil auch von Briefen durchgeführt. Die Ergebnisse ihrer Studie sind veröffentlicht in diesem Buch und auch dieses Buch ist bereits zu verbilligtem Preis in der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich. Schwarz-Friesel ging vor allem von dieser Frage aus, die sie am Ende ihres Buches dann nochmal aufgreift. Nämlich diese Frage, warum haben eigentlich all die bisherigen Anstrengungen, die Bemühungen, die Aufklärungsarbeit, die Bildungsarbeit, warum haben die alle nicht viel gebracht? Und das könnte man jetzt ja auch nochmal fragen im Hinblick auf die Studie von 2011, wo wir ja feststellen, ja seit 2011 hat sich eben nicht viel getan, beziehungsweise hat sich eigentlich nichts zum Besseren verändert, sondern eher zum Schlechteren. Warum ist das so? Eine Antwort, die sie gibt, ist, weil sie in Tendenzen, also diese bisherigen Anstrengungen, weil sie in Ansätzen und Denkparadigmen lokalisiert sind, die der Bekämpfung des Phänomens nicht angemessen sind. Also zum Beispiel kritisiert sie, dass die Verortung von Judenhass in der allgemeinen Vorurteilsforschung eigentlich deplatziert ist. Oder wenn Judenhass dann immer mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auch in anderer Hinsicht gleichgesetzt wird, dann sieht sie die Gefahr, dass die Besonderheiten des Antisemitismus hierbei nicht beachtet werden. Was sind diese Besonderheiten des Antisemitismus? Naja, Schwarz-Friesel spricht davon, dass Judenfeindschaft als kulturhistorisches Phänomen, als kulturelle Konstante begriffen werden muss. Also Antisemitismus ist eben kein Vorurteil unter vielen, sondern als kulturelle Kategorie ist er tief eingegraben in den abendländischen Denk- und Gefühlsstrukturen. Zum Beispiel eben auch in wesentlichen Werken der abendländischen Religionsgeistes- und Kulturgeschichte verankert. Und da kann ich als Theologe natürlich auch mit darauf verweisen, was auch Schwarz-Riesel tut, dass Antisemitismus eben seine Wurzeln bereits im christlichen Antijudaismus hat, der bereits in ersten Ansätzen im Neuen Testament zu finden ist und leider dann seitdem Jahrhunderte, ja im Grunde fast 2000 Jahre unserer Geschichte geprägt hat. Also auch das muss man sich dann nochmal vor Augen halten. Auch darauf weist Schwarz-Friesel zu Recht hin. Ja, wir haben fast 2000 Jahre eine Geschichte von Antijudaismus und Antisemitismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite seit vielleicht maximal 70 Jahren.
Bemühungen, diesem Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Und da auch eine antisemitismuskritische Bildung, Pädagogik voranzubringen. Ein Beispiel, das ich jetzt herausgreife aus dieser großen, umfassenden Studie, ist die Teilstudie mit einem Klick. Mit einem Klick, da sollte vor allem gezeigt werden, wie schnell man mit einer ganz normalen Recherche in ganz normalen Suchmaschinen dann auf antisemitische Inhalte stößt. Also zum Beispiel, wenn man eingibt, warum sind die Juden so gehasst, dann hat man bald die Antwort, na, weil es eben Juden sind. Oder schon allein die Frage, die dann manchmal auftaucht, was ist der Holocaust, Märchen oder Wahrheit, auch das lässt bereits tief blicken. Dann ist es natürlich eine Längsschnittstudie, die Schwarz-Friesel durchgeführt hat. Ihr Ziel war eben auch, eine Entwicklung aufzeigen zu können. Und Sie sehen jetzt hier, das ist eine quantitative Entwicklung, die hier gezeigt wird. Also tatsächlich sind antisemitische Kommentare in den Bereichen der Online-Qualitätspresse, die sie sich hier angeschaut hat, haben diese Kommentare zugenommen, signifikant zugenommen. Wobei man dabei auch nochmal bedenken muss, dass natürlich auch die Zahl der Internet-User insgesamt zugenommen hat. Aber trotzdem kann man feststellen, naja, es gibt eben heute tatsächlich wesentlich mehr Gelegenheit, dann antisemitischen Kommentaren, antisemitischen Inhalten zu begegnen. Das Ganze hat sie auch nochmal qualitativ erhärtet, indem sie nämlich sich bestimmte Äußerungsformen von Antisemitismus angeschaut hat, also NS-Vergleiche, Superlative, die verwendet werden, also zum Beispiel größte, schlimmste oder eben solche dramatischen, drastischen, dehumanisierenden Äußerungen, dass Juden mit dem Teufel, mit Pest und Krebsgeschwüren verglichen werden und auch Vernichtungswünsche. Diese Brachial-Antisemitismen, wie sie sie bezeichnet, haben, wie Sie sehen können, von 2012 auf 2015 um das Doppelte zugenommen. Was Schwarz-Friesel noch nicht untersuchen konnte, war, wie Antisemitismen in der Zeit der Corona-Pandemie zugenommen haben. Darauf geht aber der Film ein, Jud Süß 2.0, den ich Ihnen vorhin kurz vorgestellt habe. Und dazu habe ich einen weiteren Ausschnitt aus diesem Film. Die Folgen der Covid-Pandemie ließen nicht nur NS-Symbole wieder aufleben. Sie schufen auch weltweit eine neue Dimension der Holocaust-Relativierung. Ob Aktivisten der identitären Bewegung, rechtsextreme Essayisten oder radikalisierte ehemalige Kochbuchautoren, überall machten sich die Protagonisten antisemitischer Verschwörungsmythen die Krise zunutze. Viele der antisemitischen YouTuber oder Influencer bauen sich zuerst eine Folgeschaft auf den größeren Plattformen und ziehen dann ihre Mitglieder in die verschlüsselten Nachrichtenkanäle, wo sie dann noch viel freier gegen Juden hetzen können, weil das Ganze nicht so stark überwacht wird, wie es auf den großen Tech-Plattformen. Hier geht es vor allem darum, Verschwörungstheorien rund um Corona zu verbreiten, dass die Juden hinter den Impfstoffen stecken und uns Giftspritzen geben wollen. Es werden dann die CEOs und mächtige Personen innerhalb von Pharmakonzernen mit dem Davidstern markiert. Dieses Konzept vom Anheften des Davidsterns an mächtige Personen kennt man auch aus anderen Bereichen. Gerade bei Medien gibt es oft Grafiken, die dann anzeigen, wie viele Juden dort arbeiten, zum Beispiel bei CNN oder auch bei deutschen Medieninstitutionen. Aber dabei geht es ja quasi um die Kenntlichmachung von Menschen, ob sie Juden sind oder nicht. Juden ist völlig wurscht. Also Bill Gates ist bekanntlich kein Jude, aber es steckt natürlich in jeder Corona-Verschwörungsfantasie als der Oberböse und wird dann eben auch so markiert. Also wer nicht Jude ist, wird dazu gemacht in der Fantasie der Antisemiten.
Ja, ich denke, damit ist nochmal schön deutlich geworden, dass Antisemitismus etwas ist, was uns alle angeht. Jeder von uns kann prinzipiell zum Juden oder zur Jüdin im negativen Sinn gemacht werden. Aber natürlich auch unabhängig davon geht uns Antisemitismus alle an. Wenn Sie sich weiter noch mit Antisemitismusforschung beschäftigen möchten, dann empfehle ich Ihnen diese Seite hier, Dark Social Antisemitismus. Hier sehen Sie auf der linken Seite Meldungen aus der Antisemitismusforschung. Da sind eben auch ganz aktuelle Meldungen dabei. Und auf der rechten Seite Events mit Antisemitismus-Fokus, die auch interessant sein können. Ich komme aber jetzt zu meinem zweiten Teil, Medienpädagogik und digitale Bildung. Und bevor ich etwas zu diesen beiden Unterpunkten, Konzepte und Tendenzen, notwendige Klärungen und Impulse sage, mache ich noch eine kleine Vorbemerkung und blende nochmal zurück zu der Studie von Schwarz-Friesel, denn sie hat in ihrem Schlusskapitel auch einen wissenschaftlichen Faktencheck integriert. So nennt sie das, Tatsachen versus Meinungen. Und eine Meinung, die sie da auch vorstellt, ist: Bildung schützt garantiert vor Antisemitismus. Antisemitismus findet sich vor allem in bildungsfernen Gruppen. Weit gefehlt. Fakt ist, schreibt Schwarz-Friesel, auch hochgebildete Personen können Antisemiten sein. Und das kann man ja auch im Rückblick in die Kulturgeschichte sehen, ja, dass es häufig sehr hochgebildete, berühmte Denker und Dichter waren, die gleichzeitig Antisemiten waren. Man kann es aber auch heute nachvollziehen in den E-Mails und Briefen an den Zentralrat der Juden, die Schwarz-Friesel analysiert hat, wo sie dann immer wieder auch antisemitische Stereotype von Akademikern darin gefunden hat. Also das Ganze kann uns noch ein bisschen nüchterner werden lassen, was unsere Vorstellungen angeht, was Bildung erreichen kann gegen Antisemitismus. Da muss man vielleicht etwas bescheiden sein angesichts dieser Fakten. Und andererseits muss es uns natürlich trotzdem darum gehen, dass wir Bildung möglichst so gestalten, dass sie tatsächlich auch gegen Antisemitismus wirken kann oder Antisemitismus eben präventiv verhindern kann. So, welche Konzepte und Tendenzen gibt es dazu? Oder anders formuliert, wie stark und wie kommt der Kampf gegen Antisemitismus als Aufgabe der Medienbildung in den Blick? Naja, man kann zunächst mal positiv feststellen, dass in der Medienbildung, in der Medienpädagogik ethisch-moralische Dimensionen in der Regel vorkommen, dass die in den meisten medienpädagogischen Ansätzen integriert sind. Ich habe hier mal einige aufgelistet. Ja, da sehen Sie schon, also es geht um die Förderung auch von sozial-moralischer Entwicklung. Und was besonders wichtig ist, das ist das aktuelle Konzept der KMK, der Kultusministerkonferenz von 2016, Bildung in der digitalen Welt, dass in diesem Kompetenzmodell, das da entwickelt wurde von der KMK, analytisch-reflexive Aspekte und damit eben auch ethische Aspekte von digitalen Kompetenzen integriert sind. Also das ist eigentlich ein guter Rahmen, aber es wird etwas dünner, wenn man dann tatsächlich konkret nach Antisemitismus in aktuellen Konzepten fragt. Ich habe da mal einige Standardwerke der Medienpädagogik, der Medienbildung durchgesehen. Ja, und Sie sehen hier in dem Handbuch Medienpädagogik, also da findet man etwas über Juden nur im historischen Teil, über Rassismus wird nur im Praxisteil behandelt, und zwar hier eben bezogen auf Migrantinnen und Migranten. In anderen grundlegenden Büchern der Medienbildung finden Sie gar nichts zu diesen Schlagworten. Das gilt auch für dieses Buch hier, das nach wie vor sehr verbreitet ist und für die Medienbildung in der Schule wirklich ein Standardwerk ist. Und selbst in dieser neueren Buchveröffentlichung, die eine stärker politische Medienbildung anstrebt, da finden Sie eben auch nichts direkt zu Antisemitismus, sondern dann
immerhin etwas zu Rassismus mit Bezug auf Migration, Erinnerungskultur, ja, da ist dann schon auch die Antisemitismusprävention mit dem Blick bei der Erinnerungskultur, aber eben eher vergangenheitsbezogen. Ja, und wenn man dann eben in eine Datenbank, also diese wichtige Standarddatenbank, die wir haben, zu erziehungswissenschaftlicher Literatur, wenn man da mal die Kombination Medienpädagogik und Antisemitismus eingibt, dann kriegt man nur 3 Meldungen dazu. Also das zeigt schon, dass hier noch Nachholbedarf besteht, dass hier noch Luft nach oben ist. Also Tendenzen in der Medienpädagogik, man kann sagen, naja, es gibt schon diese Forderung einer stärker politisch-kulturellen Medienbildung, vor allem von meinem ehemaligen Ludwigsburger Kollegen Horst Nisito, allerdings eben mit einem Schwerpunkt auf Kapitalismuskritik und allgemeine Gesellschaftskritik und weniger, oder also Antisemitismus kommt eigentlich in diesem Konzept auch nicht vor. Es gibt eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Politikdidaktik und Medienpädagogik. Das ist sicher begrüßenswert und wäre auch nochmal ein Rahmen, in dem Antisemitismusprävention, antisemitismuskritische Pädagogik ihren Platz finden könnte. Auch da findet man bislang allerdings wenig. Wenn, dann fällt das Schlagwort Antisemitismus dann oft im Kontext von rassismuskritischer Medienbildung oder radikalisierungskritischer Medienbildung, diskriminierungskritischer Medienbildung. Und das ist natürlich die Frage, ob Antisemitismus da seiner Eigenständigkeit und seiner Besonderheit dann wirklich ernst genommen wird. Ja, also die kritische Anfrage von Schwarz-Friesel nochmal aufzunehmen. Antisemitismus wird manchmal zum Thema medienpädagogischer Praxis gemacht. Also am ehesten findet man dann tatsächlich auch Praxisprojekte, die sich auf Antisemitismus beziehen. Etwas besser sieht es aus, wenn man sich Literatur anschaut, die direkt mit Antisemitismus kritischer Bildung zu tun haben. Zum Beispiel hier Bildung gegen Antisemitismus aus dem Jahr 2021. Da sind tatsächlich 3 Beiträge drin, die sich auf die Medien, vor allem aufs Internet beziehen. Interessant ist hier der dritte Beitrag ganz unten, Digital Street Work als pädagogischer Ansatz. Da geht es also tatsächlich darum, dass Pädagoginnen und Pädagogen im Internet recherchieren, ähnlich wie sie die Sozialpädagogen dann auf der Straße nach Jugendlichen, Kontakt mit Jugendlichen suchen, die vielleicht Probleme haben, die sozial benachteiligt sind und mit ihnen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und ähnlich muss man sich das vorstellen, dass die dann im Internet recherchieren und versuchen, da auch mit ihnen Kontakt aufzunehmen, mit ihnen zu chatten, zu mailen und sie zu hinterfragen, eben solche Leute zu hinterfragen, die durch Antisemitismen irgendwie aufgefallen sind. Und da zu versuchen, dann eben ja durch Nachfragen, durch kritische Nachfragen, vielleicht aber auch durch Informationen und durch Aufklärung an Veränderungen zu arbeiten. Ja, ein weiteres Buch, wichtiges Buch, das im Auftrag des Zentralrats der Juden in Deutschland erstellt wurde, herausgegeben wurde. Da finden Sie eben einen Beitrag von Schwarz-Friesel, da finden Sie auch noch einen weiteren Beitrag von Matthias Becker, einem anderen Antisemitismusforscher, auch zum Thema Antisemitismus im Internet. Also es gibt so ein bisschen was, aber erst in allerjüngster Zeit und noch relativ wenig. 2.2, notwendige Klärungen und Impulse. Ich meine, es ist deutlich geworden, dass es Klärungen geben sollte, dass Klärungen notwendig sind. Vor allem, wenn es um die Verhältnisbestimmung zwischen eben antisemitismuskritischer Pädagogik allgemein, auch Medienpädagogik und diesen anderen Bereichen geht. In manchen Veröffentlichungen bekommt man so den Eindruck, dass antisemitismuskritische Pädagogik eher so
der Schnittbereich ist, das Schnittfeld von diesen anderen übergeordneten Bereichen, die eher allgemeinere Perspektiven beinhalten. Aber das kann es wohl nicht sein, das habe ich gerade vorhin schon nochmal etwas kritisch angedeutet, dass da natürlich die Gefahr besteht, dass die Eigenart, die Spezifika von Antisemitismus nicht wirklich in den Blick kommt. Andererseits kann es natürlich auch nicht die Lösung sein, dass diese Bereiche einfach getrennt voneinander gesehen werden. Also vielleicht ist die beste Lösung, dass es partielle Überschneidungen gibt und auch natürlich sinnvollerweise Bezugnahmen aufeinander. Aber ganz wichtig, dass eben diese Eigenart und Eigenständigkeit von Antisemitismus, eben zum Beispiel diese kulturelle Tiefendimension, wirklich ernst genommen wird und es deswegen eben auch eine spezifische antisemitismuskritische Pädagogik und eben auch Medienpädagogik geben soll. Ich habe mal versucht, so einige wichtige Impulse aus der Literatur im Sinne einer antisemitismuskritischen Medienbildung zusammenzustellen. Also auf diese kultur- und mediengeschichtliche Dimension von Antisemitismus habe ich schon kurz hingewiesen. Mediengeschichtlich eben auch wichtig, ja, wenn man sich nochmal anguckt, was die Erfindung des Buchdrucks im 15., 16. Jahrhundert dann ausgelöst hat, angerichtet hat. Da stellt man eben fest, dass da sehr viele antijüdische Flugschriften dann auch zirkuliert wurden. Also da hat sich tatsächlich Antijudaismus damals, die Judenfeindschaft damals enorm ausgebreitet, auch durch die Mithilfe dieses Mediums. Relevante Aspekte einer digitalen Bildethik und Textethik spielen eine wichtige Rolle. Da hat die Medienpädagogik einiges zu bieten und das ist sicher wichtig, dass man da auch diese Grundlagen dann für die Bekämpfung von Antisemitismus in Anspruch nimmt. Strukturen, Funktionsweisen und Gegenstrategien, ja, werden immer wieder diskutiert in verschiedenen Kontexten, zum Beispiel zu digitaler Hate Speech, Fake News, medialen Verschwörungstheorien. Und da die spielen natürlich auch in Bezug auf den Antisemitismus eine große Rolle. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, auf diese rechtlichen Dimensionen zu gucken. Ich meine, vielen Kindern und Jugendlichen ist es nicht klar, dass zum Beispiel die Weiterverbreitung von Hakenkreuzen oder von irgendwelchen rechtsradikalen und antisemitischen Inhalten auch strafbar sein können. Und insofern wäre hier auch eine Aufklärung im Sinne einer juridical literacy auf jeden Fall dringend nötig und vielleicht eben auch hilfreich für eine Antisemitismusprävention. Handlungsoptionen sollten aufgezeigt werden. Was kann ich eigentlich machen, wenn ich antisemitischen Inhalten im Internet zum Beispiel in den sozialen Medien begegne? Also natürlich kann man kommentieren, aber es ist vielleicht auch vor allem wichtig, solche Meldeverfahren zu kennen, Bescheid zu wissen, wie die Meldeverfahren auf verschiedenen Plattformen aussehen und was man da selber tun kann. Da wäre auch schon manchmal viel gewonnen, wenn häufiger gemeldet würde, sodass auch die entsprechenden Internetprovider dann auch eher tätig werden. Und mediale Gestaltungsmöglichkeiten für aktives antisemitismuskritisches Engagement, das ist im Grunde ja fast der Königsweg eigentlich immer der Medienpädagogik gewesen, zu sagen, aktives mediales Gestalten ist eigentlich die beste Art und Weise, dann auch mit Inhalten kritisch umzugehen, mit Inszenierungen kritisch und kompetent umzugehen. Also zum Beispiel selbst Videos, Podcasts, Online-Beiträge und so weiter zu produzieren. Damit komme ich auch schon zum dritten Punkt, nämlich mit Medien oder Medienbildung gegen Antisemitismus einige Beispiele. Es hat immer wieder Medienkampagnen gegeben, die ja, mehr oder weniger gut eingeschlagen haben. Also zum Beispiel diese Kampagne, die schon einige Jahre alt ist,
Gesicht zeigen, die es aber immer noch gibt, die aktuell auch immer noch läuft und die sie unterstützen können, wenn sie möchten. Da wird eben, ist eben ein Verein gegründet worden, der sich gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt richtet und wo mit Schülerinnen, Schülern, mit Lehrkräften, Multiplikatoren zusammengearbeitet wird und Workshops angeboten werden und einige andere Dinge. Direkt bezogen auf die Studie von Schwarz-Friesel ist diese Initiative, wo man sich vorgenommen hat, ein Handbuch zu entwickeln, eine Handreichung zu entwickeln mit pädagogisch-didaktischem Material zur Bearbeitung verschiedener Erscheinungsformen von Antisemitismus im Internet. Ich denke, man kann davon ausgehen, hier ist die Laufzeit angegeben bis 2022. Ich habe jetzt die Handreichung noch nicht finden können, aber das sieht demnächst wohl im Internet verfügbar sein wird. Eher lokal orientiert ist diese Initiative Worldwide Antisemitism. Spiegelbild ist eine Initiative aus Hessen, wo Projektwochen dann angeboten werden zu Antisemitismus im Internet, die mit Mittel- und Oberstufenklassen durchgeführt werden. In ganz Hessen, davon kann man sich ja auch für andere Bundesländer dann einiges lernen. Eine ebenfalls regional verortete Initiative ist diese Initiative Anti-Anti aus Berlin, wo ebenfalls Workshops angeboten werden und Unterstützung für die pädagogische Arbeit gegen Antisemitismus. Besonders hilfreich finde ich, wenn die Medien selbst Angebote machen, medienkritische Angebote, antisemitismuskritische Angebote. Hier zum Beispiel eine Fernseh-Miniserie, die 2022 im Kinderkanal lief und wo man glücklicherweise dann auch eine Kurzspielfilmversion erstellt hat und die mit didaktischem Begleitmaterial versehen hat, die man unter der angegebenen Internetadresse auch bestellen kann, käuflich erwerben kann. Ja, Sie können hier eine ganz kurze Inhaltsangabe lesen. Charlie, Benny und Hamid sind eng befreundet, doch als klar wird, dass Benny Jude ist, wird alles anders. Die Freunde geraten in ein Geflecht aus Rassismus, Mobbing und Antisemitismus. Damit Sie sich ein bisschen eine Vorstellung machen können, wie der Film ist, habe ich den Trailer hier für Sie. Leute, komm, schneller! Los, Hamid! Ewiges Opfer. Wie immer, ha? Aber diesmal bist du dran, Abak. Wäsch mir jetzt hier. Mit deinem Ball. Ich bin Jude. Warum hast du uns das nie gesagt? Ihr seid verlogen und hinterhältig. Ich seh's doch selber. Alle Menschen sind. Warum hassen dann so viele die Juden? Bist du auf meiner Seite oder nicht? Das ist nicht fair, Benny. So einfach ist das nicht. Hamid? Benny. Und Benny ist mein Freund. Freund? Er hat sich wie Dreck behandelt, der Jude. Geh jetzt nach Hause, Hamid. Geh jetzt, Hamid. Manche Dinge sieht man nicht. Man spürt sie. Höhlen sind magisch. Ich
Ja, soweit dieser Filmzusammenschnitt von Völlig Meschugge. Das ist ein Film, der nun wirklich für Kinder ist. Er lief auf dem Kinderkanal, den man sicher ganz gut bereits in der Grundschule einsetzen kann, vielleicht auch noch in der Orientierungsstufe. Eher für Jugendliche und für ältere Jugendliche tatsächlich ist ein anderer Film geeignet, den vielleicht einige von Ihnen kennen und den ich im Folgenden mal anspielen möchte. Jude? Ich bin Dima. Dimitri Liebermann. Was man früher mit dir gemacht hätte? Dimitri, gib ihm die Hand. Wir können zum Stubbete. Verfickte Täter-Opfer-Umkehr. Marcel aus der 10B war ja echt heftig damals im Krieg. Ich bin gekommen, mich zu entschuldigen. Bei euch scheint es ja völlig normal zu sein, zuzuschlagen und sich die Nasen zu brechen. Das ist unsere israelische Erfindung, die uns von Araber geklaut wurde. Antisemitismus darf nicht geduldet werden. Politischer, kultureller, nationalistischer, atheistischer, agnostischer, primärer und sekundärer Antisemitismus. Das sind doch Juden. Neue Juden. Jude. 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 Die Juden. Wort Jude. Auf Juden. Auf Juden zu. Jüdische Art. Nur weil du Jude bist. Ich wäre auch kein Jude. 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 Aus dem Jahr 2020 ist kostenlos verfügbar in der Dreisat-Mediathek. Da habe ich ihn auch gefunden und mir angeschaut. Interessant finde ich aber auch, dass Sie ein Interview mit dem Regisseur finden können auf YouTube, das ich auch empfehlen kann. Ja, soweit einige Beispiele aus der Medienlandschaft. Besonders die beiden Filme, die ich Ihnen gezeigt habe, sind, denke ich, gut geeignet, um sie auch in Bildungskontexten zu verwenden. Aber natürlich würde man sich wünschen, dass noch mehr auch auf den Social Media-Kanälen, auf Kanälen wie TikTok oder Instagram Medien angeboten werden, die zur Antisemitismusprävention oder zur kritischen Bearbeitung von Antisemitismen helfen können. Es gibt neuerdings eine Mitarbeiterin der Bildungsstätte Anne Frank, die sich darum bemüht, in TikTok solche Medienangebote zu machen, Kurzfilme zu erstellen mit versierten Content-Creatern, um eben judenfeindlichen Einstellungen entgegenzuarbeiten und hier auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Da hoffe ich wirklich, dass sich da in nächster Zeit noch mehr tut. Nun bedanke ich mich aber erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und das war's.